Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Steigerungsform von Bullshit kenne ich leider nicht. Ansonsten hätte ich mich vielleicht jetzt mal eingereiht in die Tatsache, wie vielleicht der Redebeitrag. Herr Abgeordneter, ich weise Sie trotzdem darauf hin, dass Sie diesen unparlamentarischen Ausdruck nicht unbedingt wiederholen müssen. Selbstverständlich. Herr Präsident, ich bin nur etwas in Rage, das ist das Problem, aufgrund der Ausführungen des Kollegen Ritter. Und insofern werde ich dann aber trotzdem versuchen, sachlich hier nicht nur mit dem Gesetzentwurf mich auseinanderzusetzen, sondern auch mit dem Kollegen Ritter, den ich inhaltlich, fachlich bis zur heutigen Debatte, muss ich sagen, eigentlich eher geschätzt habe. Aber das, was er heute abgeliefert hat, hatte aus meiner persönlichen Sicht mit inhaltlicher Auseinandersetzung wenig zu tun, sondern Herr Ritter, es war ein Haufen polemische Unterstellungen und ich glaube, aufgrund Ihres Intelligenzgrades wissen Sie das auch und vielleicht in einer müßigen Stunde sollten Sie nochmal in sich gehen und überlegen, was Sie hier heute von sich gegeben haben. Wenn Sie hier Behauptungen aufstellen, die den Innenausschuss betreffen, wo Sie nicht anwesend waren, ich weiß nicht warum, Sie werden sicherlich einen guten Grund gehabt haben, bei so einer wichtigen Sitzung dann nicht anwesend zu sein. Wenn Sie dann zurückgehen auf, ich nehme mal an, auf Äußerungen von anderen anwesenden Kolleginnen oder Kollegen, das weiß ich nicht. Insofern hätten Sie vielleicht mal mit mir selbst sprechen sollen, wenn Sie konkret den Änderungsantrag ansprechen, den wir auf den Weg gebracht haben, wo wir auch den Überprüfungszeitraum von 4 auf 2 Jahre zurückdrehen, was ich glaube in der Sache richtig ist. Dann ist es schon so, wenn da CDU vorne steht und in diesem Fall ich auch als Innenpolitiker eine gewisse Verantwortung trage, dass ich federführend darum gekämpft habe, dass wir diesen Änderungsantrag auf den Weg bringen. Aber in der guten Koalition ist es eben so, wir arbeiten Hand in Hand, Herr Ritter. Und ich sehe da überhaupt kein Problem, wenn Herr Müller den dann entsprechend vorträgt. Gute Dinge muss man dann auf den Weg bringen. Und wenn Sie mir hier unterstellen, dass ich auf Veranstaltungen erzähle, dass im Himmel Jahrmarkt ist, also da fällt mir fast nichts mehr zu ein. Ich weiß nicht, ob Sie dabei waren beim Städte- und Gemeindetag oder beim Landkreistag. Beim Landkreistag weiß ich definitiv, waren Sie nicht dabei. Aber wenn mir dann auch politische Konkurrenz im Nachgang bescheinigt, dass ich nichts schönrede und Sie jetzt hier das Hohe Haus nutzen, mit solchen Unterstellungen zu arbeiten, Herr Ritter, dann sage ich, das ist einfach nur schwach. Und auch beim Landkreistag habe ich mich persönlich geäußert zu dieser Broschüre, die die Landesregierung hier zu verantworten hat, dass das nicht meine Lieblingsbroschüre ist. Ich habe das auch mit 1, 2 anderen Sätzen noch ausgeführt. Also lassen Sie solche Spielchen. Was aus meiner Sicht korrekt ist, wenn Sie hier mich auch konkret ansprechen zum 100-Millionen-Fonds, den wir auf den Weg bringen wollten, dann kann ich Ihnen sagen, ja, das wollten wir, das haben wir als SPD und CDU als Fraktion hier nicht geschafft. Aber Sie werden ja Informationen haben, wie wir dafür gekämpft haben. Es gibt auch entsprechende rechtliche Gründe, die es nicht zugelassen haben, dass wir in dieses Gesetz das hineinschreiben. Aber insofern habe ich mich dafür engagiert und konnte leider in diesem Punkt nicht erfolgreich sein. Und als letztes vielleicht noch persönlich von meiner Seite zum Thema Schönreden. Lesen Sie dann nochmal die Landtagsreden nach, wie ich dann auch hier differenziert die Finanzierung sollten im Land ausgewählt habe. Insofern steht Ihnen das sage ich mal an dieser Stelle, nicht zu, hier in dieser Art und Weise zu verfahren. Und wenn ich auch heute wieder sage, dass die inhaltlichen Ausführungen, und das ist dann wieder aus dem Zusammenhang nachher gerissen, die inhaltlichen Ausführungen durch den Innenminister von mir mitgetragen werden, dass er sie vorgetragen hat, was grundsätzlich das Gesetz betrifft und auch den Änderungsantrag, zu dem dann der Minister bzw. auch Herr Müller gesprochen haben. Wenn ich daraus dann schlussfolge und sage, ich muss nicht als Dritter das auch nochmal vortragen, sondern alle Ausführungen zu diesem Thema sind gemacht, dann brauchen Sie sich nicht hinstellen und sagen, ich mache hier keine inhaltlichen Ausführungen. Aber wenn es schon mal um Inhalte geht, dann können wir ja mal zu den Linken kommen. Sie haben richtigerweise vorgestellt, dass Sie sehr aktiv waren in den zurückliegenden, ja, ich weiß nicht, 6 bis 15 Monaten, wo ich Ihnen ja schon mal vorgeworfen habe, dass Sie hier im 2-Monatstakt Anträge zum FAG auf die Tagesordnung bringen, mitten im Gesetzgebungsverfahren. Da haben Sie Aktivitäten vorgetäuscht. Jetzt, wo es drauf ankommt,
wo Sie was einbringen können ins Gesetzgebungsverfahren. Jetzt stellen Sie sich hin, schon bei der ersten Lesung mit Ihrem Fraktionsvorsitzenden und sagen, mit uns nicht, wir steigen aus, wir machen gar nicht mit. Und wenn Sie es so mit dem Zitieren haben, dann sage ich Ihnen, was Ihr Fraktionsvorsitzender gesagt hat. Er hat gesagt, und viertens bei diesem Gesetz, bei der Einbringung, ja, dieser Gesetzentwurf ist nicht notwendig, Punkt. Und jetzt sind Sie selbst bei der Anhörung gewesen, und da haben Sie ja auch sich zweimal zitiert, und ja, so ist das manchmal mit dem Zitieren. Ich habe dann auch noch mal Ihre Fragestellung zufällig hier bei der Hand, die Sie dann konkret an Herrn Schröder gestellt haben. Wie bewerten Sie das? Also wäre es wirklich jetzt in der Zeit noch machbar, wo wirklich vor den Kommunen die großen Herausforderungen der Landkreisneuordnung steht, auch den Finanzausgleich grundlegend zu regeln? Oder ist es nicht eher zwingend notwendig, im Zusammenhang mit der Landkreisneuordnung auch den Finanzausgleich neu zu regeln? Eine Frage an Herrn Schröder speziell. Und Herr Schröder, der machte jetzt Ihnen Ihre ganze Strategie zunichte, weil der nämlich Folgendes antwortete. Problem wird sein, wenn Sie erst dem kommenden Landtag die Aufgabe zuweisen würden, hier Regelungen zu treffen, würden die Kommunen insgesamt die Planungsgrundlagen vollständig fehlen und wir brauchen Haushaltsplanungssicherheit. Denn die vorgesehene Einkreisung von Städten, die Problematik, wenn es jetzt kein neues FAG zum jetzigen Zeitpunkt gibt, würde das alte weiter gelten, die Mittel würden in den Städten bleiben. Die Aufgaben wären aber nicht mehr bei Ihnen und insofern brauchen wir jetzt schon eine Entscheidung. Jetzt brauchen wir schon eine Entscheidung, zumindest für diese Aufgabenverschiebung und die Folgen, die sich daraus ergeben. Das hat natürlich Ihre Strategie, über den Haufen geworfen, Herr Ritter. Sie wollten erst Totalverweigerung machen, dann haben Sie festgestellt, dass selbst die kommunalen Spitzenverbände uns auffordern, diesen Gesetzentwurf zu beschließen. Und dann haben Sie, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, eine halbe Rolle rückwärts gemacht, indem Sie sich dann zumindest mit einem Vertreter in den Innenausschuss begeben haben und dann sich der Stimme enthalten haben. Also insofern war dann nur noch anschließend die Pressemitteilung von Frau Mesch dann eine Zumutung, uns hier dann nochmal anzugreifen. Aber vielleicht ist das ja auch gewisse Taktik. Frau Mesch dann wird dann ab 2011 nicht mehr zu zitieren sein mit Ihren Forderungen, die Sie ja nun auch schon nicht mehr aufmachen. Ich habe schon beim letzten Mal beim FAG gesagt, Herr Ritter, es ist ja gar nicht mehr die Rede davon, dass Sie den Gleichmäßigkeitsgrundsatz abschaffen wollen. Da wurden Sie schon ziemlich leise. Man weiß gar nicht mehr, was Sie so genau wollen. Ihr Spitzenkandidat sagt ja nun, er will einen Vertrag mit den Kommunen. Dann habe ich ihn schon beim Städte- und Gemeindetag aufgefordert, er soll doch mal wenigstens 3 Punkte benennen, welche konkreten Forderungen in diesen Vertrag hineingeschrieben werden. Beim Städte- und Gemeindetag habe ich zumindest nichts gehört. Interessant wurde es dann beim Landkreistag, Herr Ritter. Bei dem Landkreistag, bei dem Sie ja dann auch nicht waren. Ich weiß nicht, inwieweit das abgestimmt ist mit Ihrem Spitzenkandidaten. Da hat er ganz interessante Ausführungen gemacht. Er will jetzt ein Zwischending machen. Ein Zwischending zwischen Gleichmäßigkeitsgrundsatz und Mindestfinanzausstattung. Da will ich jetzt nicht erwähnen, dass Sie die Mindestfinanzausstattung 2002 abgeschafft haben. Das will ich gar nicht thematisieren. Aber dass Sie jetzt hier mit Zwischendingen kommen, entweder wissen Sie gar nicht mehr, was Sie wollen, oder Sie wollen sich versuchen, irgendwie ohne größere Aussagen hier nachher in Regierungsverantwortung zu stehlen, dass Sie glauben, dass Sie aufgrund solcher Taktik hier dann in die Regierungsverantwortung kommen. Ich sage Ihnen, Sie können immer noch nicht sagen, was dieser Kommunalvertrag bedeuten soll. Leider ist ja der Fraktionsvorsitzende nicht da. Sie werden sind wahrscheinlich nicht befugt, das hier inhaltlich zu untersetzen. Das ist sehr schade. Die Arbeitsverweigerung, die ich Ihnen damals bei der ersten Lesung vorgeworfen habe, dass Sie den Gesetzentwurf nicht mal in den Ausschuss überweisen, da bin ich in meiner Auffassung jetzt bestätigt worden. Ich will Ihnen einfach nur sagen, der Innenminister hat viele wichtige Punkte vorgetragen, unterschiedliche Programme, die wir hier als einmal Landesregierung, aber auch unterstützend durchs Parlament auf den Weg gebracht haben. Ich will deutlich an dieser Stelle sagen, das sind alles keine leichten Entscheidungen. Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise, die wir 2008, 2009 hatten. Und wenn Sie beim Städte- und Gemeindetag da gewesen wären, ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, wie Herr Artikus die finanzielle Situation in ganz Deutschland dargestellt hat, in der schwierigen Situation, in der wir uns befinden, auf allen Ebenen. Insofern ist es ein schwieriger Prozess auch von Seiten des Landes, hier in einem, wo wir zum Gleichmäßigkeitsgrundsatz im Moment stehen, hier solche Entscheidungen finanzieller Art auf den Weg zu bringen. Ich will nur noch eins ergänzen, auch aus Sicht der CDU-Fraktion zu den vielfältigen Maßnahmen, die wir, wie gesagt, hier mit der Regierung auf den Weg gebracht haben. Die CDU hat ganz klar in ihrem Wahlprogramm formuliert, dass wir ein kommunales Kofinanzierungsprogramm auflegen werden.
jährlich mit 20 Millionen Euro und ersetzt über 5 Jahre hinweg unter dem Motto lebenswerte Dörfer und Kleinstädte in Mecklenburg-Vorpommern, werden wir die kommunale Ebene mit Einwohnerzahlen bis 10.000 Euro nochmal speziell unterstützen. Das sind Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen. Und als letztes, um die Mehr hier auch nochmal wieder aus der Welt zu schaffen, immer wieder zu sagen, wir sind in der Pflicht gewesen, hier das Zwei-Quellen-Modell einzuführen oder Ähnliches. Da sage ich Ihnen, die Drucksache 4/1974, die Beschlussempfehlung des Landtages, sagt, zitiere ich heute nochmal, die Zeit sollten wir uns nehmen in der letzten Sitzungswoche, der Innenminister wird gebeten, Untersuchungen und Berechnungen zur Neustrukturierung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern so rechtzeitig zu beginnen, dass 2007 ein entsprechender Gesetzentwurf im Landtag verabschiedet werden kann. Ziel, bleiben Sie doch ganz ruhig, Sie brauchen sich jetzt nicht an Kleinigkeiten hochziehen, Herr Ritter, konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, die große Linie muss hier stimmen und die verfolgen wir als Koalition. Und dann geht es nämlich weiter. Ziel der Novellierung. Ziel der Novellierung ist es, den Kommunen des Landes Finanzleistungen nach dem Zwei-Quellen-Modell zu gewähren. Das sage ich nochmal. Das war die Zielstellung. Und wer einigermaßen inhaltlich sich mit dem FAG 2009 auseinandergesetzt hat, mit den vorliegenden Gutachten, mit dem Prozess, der dazu geführt hat, die Ausgaben- und Einnahmeseite des Landes und der kommunalen Ebene über 6 Jahre zu analysieren. Wer das inhaltlich getan hat, der ist so wie wir, die SPD und die CDU, zu der Auffassung gekommen, dass der Gleichmäßigkeitsgrundsatz richtig ist. Und deswegen haben wir das Finanzausgleichsgesetz dann so beschlossen und konnten aufgrund des Abwägungsprozesses dieser Zielstellung des Landtages aus der 4. Legislaturperiode aus inhaltlicher Sicht nicht folgen. Und Sie brauchen sich nicht immer wieder hinstellen und der kommunalen Ebene hier erzählen, wir haben das Zwei-Quellen-Modell einfach nicht eingeführt. Hören Sie auf, Dinge aus dem Zusammenhang herauszureißen. Herr Ritter, konzentrieren Sie sich auf eine inhaltliche Auseinandersetzung. Und wenn Sie noch Redezeit haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie Ihren kommunalen Vertrag hier, den Sie dann abschließen wollen, noch mal inhaltlich untersetzen. Das wäre sicherlich eine Bereicherung. Und Sie würden dann Ihrer Aufgabe als Opposition gerecht werden. Wir werden heute hier mit der Koalition den Gesetzentwurf so verabschieden. Ich danke für die Aufmerksamkeit.